Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Es ist Sonntag, der 22. September 2013, Tag der Bundestagswahl, ungefähr 19:30, also 19.30 Uhr. Ein paar Hochrechnungen zur Wahl sind schon draußen. Und da man davon ausgehen kann, dass man in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen in den Mainstream-Medien nichts anderes mehr hört als irgendwelche Analysen von Experten und anderen Ahnungslosen, die nun ihre Theorien auskotzen, warum so gewählt wurde, warum wie gewählt wurde, was die Hintergründe sind und diesen ganzen Scheiß, den man seit Jahren hört, habe ich mich entschieden, auch eine Analyse zu machen, warum wie gewählt wurde und was die Hintergründe sind. Nur auf eine etwas andere Art. Der Vorteil bei mir ist, dass ich nicht auf ein endgültiges Ergebnis warten muss und meine Analyse schon aus den Zahlen der Hochrechnungen rausholen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich nicht auf 5% Hürden Rücksicht nehmen muss, sondern durch diese Zahlen auf die allgemeine geistige Umnachtung in diesem Land schließen kann. Wie würde denn ein Politiker sagen? Heute war ein rabenschwarzer Tag für all diejenigen, die sich den Arsch aufgerissen haben und versucht haben, der blinden, breiten Masse durch irgendwelche Informationen, sei es geschrieben, sei es gedruckt, sei es per Video, die Augen zu öffnen und damit auf die Situation in diesem Staat, den es gar nicht gibt, aufmerksam zu machen. Die Reaktion und die Erkenntnis dieser Wahl muss sein, dass sich noch mehr der Arsch aufgerissen werden muss, denn offensichtlich hat es die breite Masse noch nicht kapiert. Aber es ist auch nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken oder in Depressionen zu verfallen. Jetzt erst recht, ihr Penner aus Berlin. Von meiner Seite ist der Kuschelkurs jetzt rum und in Zukunft werde ich keine Gelegenheit mehr auslassen, euch da oben an den Pranger zu stellen. Für das Zustandekommen dieser Zahlen gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen geht es vielen noch viel zu gut, zum anderen gibt es viel zu viele Kinderficker-Sympathisanten, die Grünen wählen. Das Abschneiden der AfD, egal was man davon hält, kommt allein von der Propaganda der Massenmedien. Die FDP wird nur durch ihre eigenen Mitglieder gewählt. Aber dass diese unfähige Stasi-Schnalle weitere 4 Jahre dieses Land regiert, kommt wahrscheinlich daher, dass entweder manipuliert wird ohne Ende oder dass die Mehrheit im Volk einfach nur strunzdumm ist. Das gleiche würde ich jetzt sagen, wäre die SPD vorne und genauso gilt das gleiche für all diejenigen, die den Rest von diesen Drecksparteien gewählt haben und den Knall nicht hörten. Da man ja die etablierten Parteien wählen muss, und so seinen Standard hat, weil das hier anerzogen wurde und zum guten Ton in diesem mächtigen Land gehört, kann sich jetzt jeder, der zu diesem Wahlergebnis beigetragen hat, weitere 4 Jahre aufregen, wenn irgendwelche Politikdarsteller bei Jauch, Lanz, Illner oder anderen Nutten des Systems irgendeinen Scheißdreck von sich geben. Und ihr könnt euch weiterhin nicht die Frage stellen, warum ihr nur verarscht werdet, ihr nur bezahlt und es immer schlechter geht. Vielleicht mal auf die richtigen Nachrichtenmagazine zurückgreifen und nicht die, die von diesem Hurenstaat finanziert werden, der ja immer noch keiner ist. Das Fazit dieser Wahl ist, dass immer noch die FDP nur von ihren eigenen Mitgliedern gewählt wird, dass die, die die Grünen gewählt haben, immer noch nicht kapiert haben, dass es mittlerweile eine Kriegspropagandapartei wurde und zu Sex mit Kindern neigt oder diese perversen Vorlieben unterstützt oder sympathisiert. Dass die, die die SPD gewählt haben, immer die SPD wählen und dass die, die sich auf die Seite des Merkels stellten, an einem erheblichen Bildungsdefizit leiden müssen. Weil sie keine Ahnung haben von einer Finanzpolitik, von einer Waffenlobby,
davon, dass Deutschland weder einen Friedensvertrag hat, noch ein souveränes Land ist und weder von innen nach Außenpolitik irgendwie etwas versteht und damit auch nicht kapiert, dass Deutschland in diesem Sinne der Wahlen 0,0 zu melden hat, was Innen- oder Außenpolitik betrifft. Außerdem möchte ich anmerken, ohne Rücksicht auf Verluste, das Mindeste, was alle bekommen sollten, die mal wieder brav zur Wahl gingen und es immer noch nicht kapiert haben, wessen Marionetten, die aus Berlin sind, ist eine chronische Gastritis. Da ich auch nach dieser Wahl immer noch sage, was ich denke und es mir immer noch scheißegal ist, was andere von mir halten und genauso egal, wie viele Abonnenten nun abspringen, weil die sich nun auf den Schlips getreten fühlen, brauche ich eh nicht, möchte ich gleich darauf hinweisen, dass man das mit der Dummheit immer noch beheben kann. Mit Sicherheit kommt in den nächsten Tagen ein Video, das ein klein wenig unser Bildungssystem, das sogenannte Bildungssystem, ins rechte Licht drückt und damit vielleicht schon ein paar Fragen beantwortet, warum viele Leute doch so doof sind. Außerdem geht es in dem Video, das ich wie gesagt in den nächsten Tagen hochlade, darum, wie diese korrupten Huren von Berlin einen Tag vor der Bundestagswahl noch irgendwelche Gesetze halb, ganz oder gar nicht durchgedrückt haben. Wie immer, was meint ihr dazu? Ich freue mich über Kommentare. Solange sie sachlich bleiben, werden sie auch ernst genommen. Na dann, bis die Tage.